Ich liebe das Jagen in der Früh. Es ist einfach wunderbar, wenn man sieht, wie die Sonne über den Bergen hochkommt, die Sonne aufgeht, der Tag beginnt. Und jetzt im Spätherbst ist es oftmals so, dass die Nebelfelder aus dem Donautal hochsteigen und man kann direkt zusehen, wie sich die Nebelfelder auflösen. Und das ist einfach eine hervorragende Stimmung. Das liebe ich so an der Jagd.
ein Rüde. Es ist immer schön, während der Rehwildbejagung auch Füchse erlegen zu können. Wir schießen im Jahr mittlerweile 15 bis 20 Stück Raubwild und man merkt es schon deutlich bei den Niederwildstrecken, die nehmen, also bei den Beständen, die nehmen deutlich zu. Und das ist gut so, denn ich denke, die Prädatoren gehören wirklich auch kontrolliert und das soll auch die Bestände deutlich senken. Und das ist immer ein sehr bewegender Moment für mich, denn ein Lebewesen der Natur zu entnehmen ist immer etwas Besonderes. Ganz egal, ob Prädator oder Schalenwild. Ich finde, es gehört der nötige Respekt dazu. Und bei dieser Stimmung, wenn man diese Stimmung hier sieht, ist das Wahnsinn. Ja, nachdem wir jetzt diesen Fuchs erlegt haben und, also wie ich schon vermutet habe, der Balg war nicht zu verwenden, da durch die große Kugel, die ich verwende, 3006, ist der Balg einfach nicht zu verwerten. Und jetzt gehen wir zum Auto und wechseln den Platz und versuchen vielleicht doch noch ein Rehwild zu erreichen in der Früh. Als es noch sehr dämmerig war, hatten wir ja 4 Stück vor uns. Die haben uns leider mitbekommen, die waren etwas schlauer als wir. Aber so ist die Jagd. Dafür haben wir ein wunderbares Erlebnis mit diesem Fuchs gehabt. Und das ist, denke ich, genauso wichtig, als noch ein Stück Rehwild der Wildbahn zu entnehmen. Das ist einfach wunderschön. Durch diese Landschaft zu pirschen und da ist das Leben einfach schön.
Bugs drinnen und die bleiben da.